Und am Wort ist der Herr Abgeordnete Dr. Harald Walser. Danke, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, geschätzte Zuseherinnen hier und vor den Fernsehgeräten, Hohes Haus. Wir haben heute einen sehr interessanten Tag. Er hat begonnen mit einer Südtirol-Debatte. Es waren die Vertreter Südtirols da, der Landeshauptmann, Landesräte, hohe politische Funktionäre und so weiter. Und wissen Sie, worauf die Südtiroler besonders stolz sind? Es ist ihr Bildungssystem, es ist ihr Schulsystem, es ist ihre gemeinsame Schule, die es in Südtirol seit 1962 gibt, und es ist jene gemeinsame Schule, die den Kindern entgegenkommt und die beste Ergebnisse hat. Das ist der Punkt, auf den die Südtiroler sehr, sehr stolz sind. Und Frau Ministerin, geschätzte Bildungssprecherinnen und Bildungssprecher der anderen Parteien, wir waren in Südtirol. Wir haben uns das dort angeschaut. Wir Grüne waren übrigens mehrfach mit Delegationen in Südtirol, um das System dort zu studieren. Wir haben gesprochen mit den politisch Verantwortlichen. Wir haben gesprochen mit den Menschen, die für die Schulverwaltung verantwortlich sind. Wir haben mit Kindern gesprochen und mit ihren Eltern. Und glauben Sie, eine Person hätte gesagt, ui, wir wollen zurück zum alten österreichischen System? Gelächelt haben Sie, als wir gefragt haben. Sie haben gesagt, na, also das ist es nun wirklich nicht, was man als Exportschlager bezeichnen kann, als Exportschlager Österreichs. Wir sind sehr, sehr glücklich und wir sind vor allem sehr, sehr stolz auf unser Bildungssystem und wir sind sehr stolz, dass viele Delegationen aus dem Ausland nach Südtirol kommen, um das zu studieren. Wir haben uns das zu Herzen genommen. Und in der vorliegenden Reform ist einiges drin, noch vieles fehlt, aber es ist einiges drin, was in die Richtung Südtirol deutet. Und jetzt lassen Sie mich ein bisschen auf die Argumente eingehen, die von jenen Parteien gekommen sind, die heute nicht zustimmen. Und Matthias Strolz, wir haben uns zu Beginn der Legislaturperiode zusammengesetzt. Wir haben gemeinsam darüber gesprochen, was müssen wir tun, wie können wir kooperieren. Und ich schätze das sehr und ich schätze auch die Initiativen seitens der NEOS in den letzten 4 Jahren durchaus. Wir sind größtenteils nicht gerade immer einer Meinung gewesen. Das, was wir heute gehört haben, hat mich doch ein bisschen erstaunt. Denn schlussendlich kann man es auf einen Satz reduzieren. Genau. Du hast gesagt, wenn wir eurem Abänderungsantrag zustimmen, dann würdest du dem gesamten Gesetzespaket zustimmen. Du hast anerkannt, da ist sehr, sehr viel Positives drin. Du hast anerkannt, es geht in die richtige Richtung. Du hast anerkannt, die Weichenstellungen stimmen. Das finde ich positiv. Das haben größtenteils wir Grüne hineinverhandelt in dieses Gesetz. Ich danke dafür, dass wir hier Anerkennung bekommen. Und dann kriegen wir von den NEOS einen Abänderungsantrag. Und der zielt darauf ab, die Macht der Landeshauptleute zu verringern. Und in diesem Antrag steht drin, dass die Bildungsdirektoren und Direktorinnen, also die zentralen Menschen in den jeweiligen Bundesländern, dass die bestellt werden, also ich lese es wörtlich vor, der zuständige Bundesminister, man könnte gendern, Bundesministerin haben wir derzeit, bestellt den Bildungsdirektor, auch da gibt es eventuell weibliche Bildungsdirektorinnen, aber das ist ein anderes Thema, bestellt den Bildungsdirektor im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann, es gibt auch Landeshauptfrauen, aber mit im Einvernehmen mit dem Landeshauptmann auf dessen Vorschlag. Das schlagen die NEOS jetzt vor und das ist ihre Veränderung zu Ungunsten der Landeshauptleute. Also das ist dann eine Mini-Funktion, weil es gibt dann noch einen weiteren Satz drin und der geht in die Richtung, wenn sie sich streiten, entscheidet am Schluss die Ministerin. Der Minister, falls es mal eine Änderung gibt. Und das bitte, wenn wir zurückblicken in die österreichische Geschichte und es immer um diesen Ausgleich ging zwischen Bundesländern und Land und den Bundesministerien, ist eigentlich nie passiert in anderen Bereichen. Es wird auch hier nicht passieren. Also ihr stimmt nicht zu wegen etwas, was zu 99,9% nie eintreffen wird. Das bitte ist nicht mehr nachvollziehbar. Und jetzt lassen Sie mich auf einiges eingehen, was auch die
Menschen bewegt. Und da geht's, da kann ich nur noch auf einen wesentlichen Punkt eingehen. Es gibt große Ängste vor der gemeinsamen Schule und ich höre immer wieder, es gibt Nivellierung nach unten. Lassen Sie mich kurz machen. Eine gemeinsame Schule hat dort, wo sie korrekt eingeführt wird, dort, wo man darauf schaut, dass die Kinder gefördert werden, die gegenteiligen Auswirkungen. Südtirol ohne eine gymnasiale Unterstufe hat speziell im Spitzenbereich wesentlich mehr Spitzenschülerinnen und Spitzenschüler als beispielsweise Nordtirol mit diesem Modell, das wir Grüne wollen. Also Südtirol hat übrigens dann im unteren Bereich auch nur halb so viele Risikoschülerinnen und Risikoschüler. Also orientieren wir uns doch bitte nicht an Gesamtschulmodellen, die nicht funktionieren, die gibt es auch. Orientieren wir uns an jenen Modellen, die funktionieren. Und da kommt noch einige Arbeit auf uns zu. Ja, meine Damen und Herren, da kommt viel Arbeit auf uns zu, auch auf den künftigen Finanzminister oder Finanzministerin. Denn die Südtiroler geben natürlich auch mehr Geld in dieses System hinein. Die Südtiroler haben auch besseres Verhältnis zwischen Schülerinnen und Lehrern als wir in Österreich. Wir müssen diese Lehrerinnen und Lehrer besser unterstützen. Und lesen Sie heute bitte im Falter nach eine Diskussion oder Interview des Redakteurs mit mehreren Lehrerinnen und Lehrern an neuen Mittelschulen. Und das Ergebnis ist klar. Das jetzige System ist ungerecht. Es schützt die Privilegierten vor jenen, die nicht privilegiert sind. Und mit uns Grünen geht das ganz sicher nicht. Wir wollen mehr Bildungsgerechtigkeit. Wir haben einiges davon erreicht mit diesem Gesetz. Darauf sind wir stolz. Und ich ersuche wirklich, sich das noch einmal zu überlegen. Mit den Freiheitlichen wird es nicht gehen, aber von Seiten der NEOS. Das ist ein Paket, das in die richtige Richtung weist. Dieses Paket bringt Fortschritte. Ich ersuche um Zustimmung. Das derzeitige Schulsystem schütze die Privilegierten, so Harald Walser von den Grünen. Er plädiert für eine Gesamtschule der 10- bis 14-Jährigen.